In der Eder bei Schmidt-Lothheim findet sich eins der letzten Bachmuschelvorkommen in Hessen und das einzig reproduzierende im ganzen Weser-Einzugsgebiet. Aktion Wasserpflanzen, Golfzölzer. Was passiert hier eigentlich? Ja, wir versuchen jetzt in diesem künstlich angelegten Nebenarm der Eder so eine Initialzündung für die eigentlich heimischen Wasserpflanzen zu initiieren. Ja, und das ist jetzt heute die erste Aktion. Wir haben das abgesprochen mit unserer Naturschutzbehörde und die Pflanzen hat uns der Biologe Christoph Dümpelmann geliefert, der sich damit auch natürlich logischerweise hervorragend auskennt. Und da versuchen wir jetzt mit dieser Aktion diese Pflanzen also erstmal zu etablieren. Ja, bevor Jetzt jetzt ist das Fremde. ja auch wenn es künstlich ist, gibt es ja eine normale Sukzession. Ja. Wobei ist die Gefahr? Also, dass zum Beispiel Wasservögel, insbesondere Schwäne, zarte Wasserpflänzchen als Hauptspeise benutzen? Genau. Um das zu verhindern, zumindest so lange, bis die Pflanzen richtig verwurzelt sind, decken wir das mit großen Drahtkörben ab. Die Erfahrung haben andere Vereine schon gemacht. Wir haben uns das jetzt vor Ort am Haarhäuser See mal angesehen. Der Verein hat das schon seit ein paar Jahren immer wieder diese Initialpflanzungen gemacht. Dann sind die Schwäne und Graugänse gekommen. Kanadagans haben die da auch viel und haben dann die zarten neuen Triebe versucht zu fressen und dabei natürlich auch die frisch angepflanzten Pflänzchen wieder aus dem Untergrund gezogen. Das heißt, solange die nicht fest verwurzelt Genau. sind, ist es wie im Garten, man zieht sie einfach ganz locker raus. Genau. Und eben, um das zu verhindern, machen wir das jetzt auch so, wie die da am Haarhäuser See das gemacht haben. Dann machen wir Drahtkörbe drüber. So lange, bis diese Pflanzen wirklich ihren Untergrund wirklich fest im Griff haben, sag ich mal. Und danach kommen die Körbe natürlich wieder raus. Eine Pflanzung hat ja immer mehrere Gründe. Nicht nur, dass es hübsch grün wird oder was im Wasser ist. Pflanzen haben einmal eine Filterfunktion im Genau, Wasser, genau. Deckung für Jungfische, Jungfische, also quasi auch Leichtgebiet, auch für richtig, Amphibien genau, Leichtgebiet für Insekten, und so weiter. Ja, genau. Libellenlarven und so Genau. weiter, die da liefern, die da ja ablegen. Ja. Das heißt, hier möchte man da der Natur so ein bisschen kleinen Schubs geben, etwas Genau, schneller genau. auf die Füße zu kommen. Wir wollen halt verhindern, dass die neophytischen Pflanzenarten, also so wie die Wasserpest, die ja sehr, sehr schnell wächst, sich vorher schon hier ansiedelt, bevor, sag mal, heimische Arten überhaupt eine Chance haben, hier Fuß zu fassen. Und diese Sorte, die wir jetzt anpflanzen, ist eine Laichkräuter, so nennen die sich, diese Gattung. Und diese Pflanze ist, fast alle von der Gattung sind auf der roten Liste, ist also schon stark gefährdet und eine heimische Pflanze. Und die wollen wir natürlich fördern, möglichst in diesem neu angelegten Bereich, der jetzt noch, ich sag mal, jungfräulich ist und da noch die Chance hat, dort auch wirklich diese Pflanzen, dass die sich da auch etablieren können, bevor jetzt andere Arten das Ruder übernehmen. Das müsste die Perfoliatus natans sein. Glaube ich auch, dass er sagt. Die Brille mit ihm. Das drübe Volker, ne? Die geht schon wieder hoch. Da schon wieder hoch geht, ob meine Kopf da einhängen muss, weißt du, dann hast du ihn zu. Du musst mal wissen, wo wir jetzt waren. Damit du nicht draufstehen. Ja, du musst ja auch irgendwie ohne Weg gehen. Ja, irgendwie schon.
gar nicht, weil ich kann es so weit machen. Brauche ich eigentlich gar nicht, das ist ganz weicher Schlamm. Brauch mal gar kein Werkzeug, ne? Ich bin auch schon mal. Ja, zieh das so gut gefährlich.